Herr Dr. Hinrichsen, wir stehen im Altonaer Museum. Fühlen Sie sich richtig als Ottenser? Ich glaube schon. Die meiste Zeit meines Lebens verbringe ich ja in Ottensen. Das Altonaer Museum liegt in Ottensen. Insofern bin ich auch Ottensener. Ich bin aber auch darum gern Ottensener, weil die Menschen in Ottensen mich besonders im letzten Herbst stark beeindruckt haben und ich gerne einer von ihnen bin. Und die Dame dahinter Ihnen, wer ist das? Das ist Altonia. Das ist sozusagen die Stadtgöttin. Stadtgöttin einen. Beispielsweise einen sie Menschen unterschiedlichster Herkunft unter einer Flagge. In diesem Fall der Altona, das Vielvölkergemisch, was Altona als Programm hatte. Das ist das, was uns in Ottensen vorgelebt wird. Insofern ist Altonia als Stadtgöttin eigentlich für die Ottensener und für die Altona ein einigendes Element. Stehen wir hier in einem Heimatmuseum? Wir stehen nicht in einem Heimatmuseum im negativen Sinne, sondern in dem Museum, als dieses Museum in der Heimat liegt, Heimat sammelt und den Menschen das Gefühl gibt, in ihrer Heimat zu sein, damit sie verstehen, was das eigentlich ist.